Simon Gottle, wie geht's kommen? Gut, froh, dass es durch ist. Wir haben einen wunderbaren Abend gehabt, es sind viele Zuschauer schauen, strahlende Gesichter von einem Kind. Und das ist eigentlich wunderbar und tipptopp so. Wie denken ihr, ist es ihren Eltern vor sich gegangen, wenn sie die sagen, was sie aus Kindertag vielleicht noch kennen? Von ihren eigenen Kindern sind aufgeführt gekommen. Das war sicher mit vielen ein grosser Aha-Effekt. Auch das haben wir doch früher auch mal vakiert. Und das nachher von eigenen Kindern zu sehen und noch so gut dargestellt, ist sicherlich speziell und super. Wie haben sie aus eurer Sicht Kinder geschlagen? Die haben das sensationell gut gemacht. Jedes hat sein Bestes gegeben. Die haben das mit Spass und Freude gemacht. Und wenn man aber die ganzen strahlenden Gesichter heute Abend hier gesehen hat, ist das sicherlich der Lohn dafür. Warum denken ihr, hat der musikalische Song oben einen solchen Erfolg gehabt? Ja, aus erster Linie sicherlich mal. Es war eine einmalige Aufführung für das 1000-Jahre-Jubiläum von der Pfarrei-Nathers. Und wenn sehr viele Kinder natürlich da engagiert sind, kommen da die Eltern und die Verwandten und Bekannten. Und dann ist halt das Mission euch sofort voll. Und vielleicht noch eine andere Frage euch zu diesem Abend. Warum hat der Abend gerade im 1000-jährigen Jubiläum einen speziellen Platz verdient gehabt? Ja, wir haben das zusammen angeschaut, was man aber da will machen zu diesem 1000-Jahre-Jubiläum. Da haben wir eigentlich sofort aber gefunden, dass zwei Klassen, oder besser gesagt zwei Stufen miteinander so ein Projekt durchführen, haben gute Unterstützung von der Schulleitung gehabt, haben auch gute Leute dabei gehabt, die uns da unterstützt haben. Und das war sicher positiv gewesen.